Ich bin gerade am Bahnsteig und hier, ich bin jetzt am Bahnsteig, ich bin da pünktlich angekommen, aber dieser versiffte Zug, der hat Verspätung 15 Minuten. Das heißt, ich bin sehr gespannt drauf, ob ich den Anschluss in Leipzig bekomme, weil da werde ich jetzt dahin fahren. Mit ihm hier. Ich habe gerade in der Zwischenzeit frisch hergestellten Koffein gekauft. Das brennt. Das ist doch viel zu heiß. Das ist widerlich. Ich zeig dir an. Mein verratzter Zug kommt hier angefahren. Ich werde jetzt diesen versifften Wagen hier drauf, da rein platzieren. So, ich bin in Leipzig angekommen. Gleis 14, Einfahrt ICE 1557 nach Dresden Hauptbahnhof über Riesa in den Abschnitten C bis F. Abfahrt ursprünglich 12.31 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Mein Zug, der kommt gleich. Der muss von da hinten irgendwann kommen. Weil von da aus da kommt. Das funktioniert nicht. Aber genau, deswegen kommt er von da hergerollt. Guck mal, mein Anschlusszug, der kommt hier vorbeigerollt. Das ist ein Zugart, der schneller fahren kann, als meine Gehirnzellen denken können. Und deswegen werde ich da einsteigen. Oder aus keinem anderen Grund. So, ich bin gerade in Dresden-Neustadt angekommen und guck mal hier, der Helmut ist da. Das werden wir nachher fressen oder die nächsten Tage auf jeden Fall. Und wir werden gleich erstmal hier rumgehen und sowas. Oder nee, bevor wir rumgehen, werden wir erstmal Bier kaufen gehen. Ja, klar. Ganz viel. Zum Bier trinken. Ich werde heute ganz viel Pilz trinken. Hier, hier ist Lidl. Wir werden hier jetzt einkaufen. Gebrost. Ich grüße dich, Fixierman. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Und noch was, am kommenden Donnerstag, den 2.6. habe ich Geburtstag. Da werde ich 30 Jahre alt. Wer mir eine Freude zu meinem Geburtstag zubereiten möchte, ich habe unten meine Amazon-Wunschliste verlinkt. Dieser Zug, der nervt mich. Aber genau, das wollte ich Bescheid gesagt haben. Und jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. der perfekte Amok. Premium Hans.
Wir sind gerade zu einer Haltestelle hier hingelaufen. Dann sind wir Ranzler, wir absolute Ranzler des Bodensatz der Gesellschaft, befinden uns dann an den Elbschlössern, da wo Premium ist. Absolut Premium. Das freut uns dann. Unsere Straßenbahn kommt hier angerollt. Wir fahren jetzt unkompliziert Straßenbahn, wie das heißt. Obelisk. Wir gelaufen jetzt diese Ruine hier hoch, um dort darauf zu pennen. So, wir sind hier angekommen. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Bunker oder keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie so ein Felsgespalt. Und da sind wir auf dem Dach drauf geklettert. Und jetzt sind wir hier auf dem Dach. Und hier pennen wir und kochen gleich. Und das hier, das ist unsere Aussicht. Richtiger Premium-Ranz. Wir haben mein Tarp hier aufgespannt. Und der Wind kommt. Wind kommt. Oh, da ist eine Motte. Was ist das für ein Vieh? Oh, ich muss es essen. Guck mal hier. Guck mal, was hier da drin ist. Das, was hier da drin ist, das werden wir jetzt kochen. Aber ich werde euch erst dann zeigen, was hier drin ist, wenn das auf dem Teller drauf ist. Dann zeige ich euch das, was da drin ist. Vorher nicht, weil ich habe keinen Bock drauf, das zu zeigen, was da drin ist. Wir sind auferstanden und Helmut hat Essen gekocht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Gutes Essen. Das ist. Der schmeckt. Der wird auf jeden Fall gleich fit machen, wenn das komplett abgefressen ist. Wenn das so richtig in den Magen reingedrückt wurde und sowas. Also bevor der dann irgendwann ausgeschissen wird. So lange bleibt er, macht das Fressen fit. Ach so, wir haben da drüben gepennt. Da, wo dieser Tarp aufgespannt ist. Das wollte ich euch zeigen. Und das ist meine Plexiglasplatte. Die habe ich schon beim letzten Video mitgehabt. Aber das wollte ich jetzt euch zeigen. Diese Plexiglasplatte, die habe ich maßgeschneidert geschnitten. Damit der perfekt in meinen Wagen reinpasst. Und damit man darauf richtig geil kochen kann und hier Gerichte schneiden kann. Deswegen habe ich das maßgeschneidert beim Baumarkt geholt. Das war cool. Halbes Ampere. Guck mal Leute, wir haben gerade einen Specht gehört. Der hat gegen so eine Bäume geklopft. Und ich habe Angst davor, dass dieser Specht dann hierher kommt und an unseren Ohren dran geht. Damit der ein Stück Gehirn rausholt und sowas. Da habe ich richtig Angst vor. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Loch, der beim letzten Mal hier eingebrannt worden ist. Also das letzte Mal, wo ich am Fluss gepennt habe, 48 Stunden. Genau, davon ist dieser Loch. Und das hat durch diesen Loch heute Nacht reingeregnet. Ha 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 ha
Das hat ein bisschen gespritzt. So, jetzt wird Fressen gemacht. Noch mehr Fressen. Zum Verspeisen. Gehirngulasch. Guck mal, jetzt werden Nudeln gemacht. Wir können noch 10 bisschen. Das hier wird auch hier warm gemacht. Das Fressen von vorhin. Gehirngulasch. Das werden wir uns in uns reinmachen gleich. Aber so richtig. So, Fressen ist fertig. So, die Sachen sind gepackt und jetzt gelaufen wir. Wir müssen gleich schon wieder hier über diesen schweren Wagen, also unsere schweren Wegen, da unten über den Zaun rübertragen. Das haben wir letzte Nacht auch gemacht, hier diesen schweren Wagen hier über den Zaun zu tragen, damit wir hier oben auf dieser Ruine hier pennen könnten. Hier auf diesem Dach mit diesem Ausblick. Das ist ein Ausblick direkt nach Dresden, in die Stadt rein. Sogenannte Premium-Qualität. Gut, genau. Ja, genau, hier müssen wir gleich über den Zaun rüber. Ja, wir haben den Wagen jetzt von dieser Treppe hier runtergetragen. Und jetzt tragen wir das hier über den Zaun hier drüber, über diesen Nervigen hier. Wir haben unseren Wagen und das hier darüber getragen. Über diesen Zaun oder was das hier sein soll. Und hier, das Wetter ist wieder so geil zu uns, dass ich hier meinen Fummel ausgezogen habe. Extra mit noch mehr der D3 Shepherd. So, wir sind ein Stück losgelaufen. Und hier, guck mal, dieser Müllsack und diese ganzen leeren Bierdosen, die nerven mich. Wir müssen unbedingt einen Laden finden, damit wir das verkaufen können und damit wir ein neues Bier kaufen können. Weil wir haben kein Bier mehr. Wir sind gerade ein Stückchen weitergelaufen und ich habe so einen richtigen Pappmaul. Ich habe voll Durst, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, das Wasser, das haben wir für Nudeln das letzte Mal benutzt. Und zum Zähneputzen haben wir den Rest dann rausgespuckt. Und wir gelaufen jetzt die ganze Zeit nach Richtung da lang. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Fluss, damit wir da Wasser rausnehmen können, da zum Trinken. Damit wir Wasser saufen können. Das ist ganz wichtig. Das wird immer trockener im Maul. Das ist richtig widerlich. Guck mal hier. Wir haben hier einen Fluss gefunden. Und Helmut hat hier, wie heißt das Ding? Ein Wasserfilter dabei. Schmeckt gut, dieses Flusswasser durch diesen Filter. Der ist voll cool. Jetzt wird das ganze Flusswasser gefiltert. Jetzt wird gefiltertes Flusswasser gesoffen. Schmeckt gut, kann man trinken. Premium-Genuss überall. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Biergeschäft, um dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Damit wir später ganz viel Bier zusammen trinken können.
guck mal hier in der anderen Straßenseite, da ganz hinten, da ist Nieto. Das ist ein Biergeschäft. Ich werde da erstmal Bier kaufen gehen. Mit dieser Tasche hier. Unser Salz nicht aufgewaschen haben. Oberflächlich, aber das reicht. Geprost. Geprost. Ich habe gerade ganz viel Bier gekauft. Und das wird jetzt eingepackt. Und dann laufen wir nach Richtung Garlag. So, das ganze Bier ist eingepackt. Und die anderen Sachen auch. Ich habe noch Wasser und sowas geholt. Damit wir Wasser saufen können. Und also hier Geschäftswasser und keine Flusswasser. Und hier, ich habe gerade auch eine Erdbeerbuttermilch gekauft. Das habe ich schon gefressen. Wir sind hier im Hauptbahnhof gelandet. Wir werden hier ein paar Sachen im Schließfach einsperren. Jetzt Die Rahmenkammer gefüllt. Jetzt diese ganze Sachen hier reinstecken. Also wir haben die ganzen Sachen am Schließfach eingeschlossen und nur das Nötigste mitgenommen. Und jetzt fahren wir zu dorthin, wo wir gleich hinfahren werden. Und das fängt hier an zu regnen. Da kommt diese ganze Nacht runter. Das tropft auf den Kopf und sowas. Regnet rum? Ja. Regnet ja, rum das da oben, das tropft auf den Kopf. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass hier ganz viele Wildschweine rumlaufen. Und das sieht für mich aus, als wenn das hier von Wildschwein hier aufgegraben wurde. Und auch wegen den ganzen Wurzeln und so weiter. Das sieht aus wie guter Versteck für Wildschweinherden.